Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe natürlich die Diskussion vorhin auch sehr genau verfolgt. Und ich glaube, der Finanzminister würde hier und heute jetzt sagen, dass er die Bürgerprojekte, die durch die Abgeordneten des Landtages auf den Weg gebracht worden sind, hervorragend sind. Ich glaube, das darf man ausdrücklich unterstreichen. Und wenn man im Übrigen den Gesetzentwurf der Regierungsfraktion aufgreifen darf, dann ist es so, dass das Landesverfassungsgericht ja Hinweise gegeben hat, wie man dieses Gesetz anpassen sollte. Und auch die Landesregierung hat das Urteil im Übrigen gemeinsam mit dem Prozessbevollmächtigten Herrn Kuriot natürlich ausgewertet und intensiv ausgewertet. In seiner Urteilsbegründung hat das Gericht ja insbesondere die Rolle des Plenums angesprochen und die Entscheidung über die Einnahmen und die Entnahmen besonders herausgehoben. Nach einhelliger Einschätzung sollte diesen Hinweisen auch eine Änderung der Strategie vom Gesetz dann Rechnung getragen werden. Dabei soll das Augenmerk auch das Verfahren zur Änderung des Wirtschaftsplanes gelegt werden. Auch das, glaube ich, ist hier in dem Gesetz ja vorgesehen. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Änderung stellt darüber hinaus im Übrigen eine klare Beschlussfassung des Landtages ab, verbunden mit einer gesetzlich verankerten Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, was sicherlich auch ein wichtiger Hinweis ist. Letzterer behält auch weiterhin bei Änderung des Wirtschaftsplanes dieses Initiativrecht aufrecht. Ziel ist, dass der Finanzausschuss künftig eine Vorlage zur Beschlussfassung dem Plenum vorlegt und dieses dann ins Plenum hier in das Hohe Haus eingebracht wird. Das Verfahren würde wie folgt denn sich ausgestalten: Sobald Klarheit über eine Zuführung an das Sondervermögen Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern besteht, wird der Finanzausschuss in Kenntnis gesetzt. Der Finanzausschuss würde auch weiterhin über die Änderungen des Finanz- und des Wirtschaftsplanes beraten, inklusive der Vorschläge der zu fördernden Einzelprojekte. Das Ergebnis und damit Transparenz noch deutlicher herstellen, obwohl es das ja heute auch ist. Das Ergebnis dieser Beratung soll dann dem Plenum des Landtages mit dieser Beschlussempfehlung vorgelegt werden und zugeleitet werden. Abschließend erfolgt die Beratung der Beschlussempfehlung und der Beschlussfassung über die Änderung des Wirtschaftsplanes damit in diesem Hohen Hause. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Verfahren die Beteiligung des Landtages sicherstellen und somit die Hinweise des Verfassungsgerichtes vollumfänglich dann auch natürlich nachvollziehen und berücksichtigen. Damit sollte auch die Forderung im Übrigen der Opposition erfüllt sein, dass das Organstreitverfahren er auch mehr oder weniger angesprochen hat und mehr oder weniger auch losgetreten hat, da sie sich in ihren Rechten verletzt sah. Auch das ist ja hier schon angedeutet worden. Eine solche Rechtsverletzung hat das Landesverfassungsgericht indes im Übrigen nicht festgestellt. Insofern darf ich ausdrücklich mal sagen, die Projekte, die mir der Finanzminister noch mal auch auf den Weg gegeben hat, sind schon bezeichnet. Wenn wir hier dem Ehrenamt helfen, Projekte auf den Weg zu bringen, ob das die Kirchen sind, ob das im Übrigen Feuerwehren sind oder ob das im Übrigen auch Maßnahmen für den Insektenschutz, für den Klimaschutz, aber auch für die Seniorenbetreuung ist, dann kann ich nur sagen, diese vielen Projekte, die hier auf den Weg gebracht worden sind, hätte es ohne diesen Strategiefonds und damit auch der Bürgerbeteiligung in der Form nicht gegeben. Insofern ist das wirklich erfolgreich und dass wir bei einer guten Haushaltsführung, ich glaube, das hätte der Finanzminister auch gesagt, dass wir bei einer sehr, sehr guten Haushaltsführung im Übrigen den Bürgern auch mal direkt etwas zusätzlich wieder zurückgeben, ist, glaube ich, auch eine hervorragende Geste. Herzlichen Dank.